mir ist aufgefallen, ich mache eigentlich verdammt viele Videos in meinem Sprinter. Aber das Problem ist, dass ich da auch so viel bin. Jetzt im Moment gerade auf dem Weg zum Pannoniaring. Immer Pannoniaring. Warum eigentlich immer Pannoniaring? Klassiker. Freitag, spät Nachmittag. Grenze Ungarn. Alter, da geht's immer zu. Und was, das ist immer das Allergeilste. Ich muss immer aufs Klo, wenn ich hier an der Grenze bin. Also für 5 Euro muss ja gut schmecken, oder? Ja, Hammer. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. So, Boxenschlüssel haben wir schon. Box 18. Jetzt ganz, ganz kurzer. Jetzt auf dem. Es ist so langsam. Jetzt auf dem schnellsten Weg. Ausräumen. Also, Auto ausräumen, Box einräumen. Tablet. So, Box eingeräumt. Jetzt muss ich natürlich aber, jetzt muss ich kurz ein neues Video veröffentlichen. Also, das ist schon abgeloadet. Schon abgeloadet, aber noch nicht veröffentlicht. Deswegen, Nicole hat mir ein Foto geschickt. Nicole, danke fürs Foto. Kurzen Tipp von mir. Schaut schon ganz gut aus, aber essentiell. Knie rausnehmen. Übe das ganz bewusst. Das ist wichtig. Kommt mal ein Video dazu, aber ganz bewusst Knie rausnehmen. Und such den Bodenkontakt, ist sehr wichtig. Wirklich essentiell. Kannst du dich nur verbessern, wenn du das machst. Also versuch wirklich das Knie vom Motorrad wegzustrecken und so richtig den Boden zu suchen. Dann kannst du damit auch viel mehr Druck drauf bringen. Danke Nicole, du kommst auf jeden Fall aufs Race-Support. Absolute Rennstreckenromantik hier am Pannoniaring in der im Abenddämmern oder im schön. So, die Box ist von mir jetzt einbezogen. Meine Schüler sind auch schon da, die tun jetzt auch in die Box, also unsere Box mit einbeziehen. Das ist für mich ein Moment, da auch ein bisschen mal abzuseilen, nochmal die Ruhe zu genießen, bevor ich dann 2 Tage am Stück Motorrad fahren muss oder darf. Ein bisschen später geworden, oder? So, in diesem Sinne, gutes Nächtle. Heißer Kaffee vom Pannoniaring, ist aber nicht schlecht. Ganze 5 Stunden Schlaf reicht doch, oder? Ja. 5 Stunden? Definitiv. Ja. Zu wenig. Zu wenig, aber. Sag mal, du kannst das halt so einmal machen, weißt du, dass du einmal ein bisschen weniger Schlaf hast.
Und dann brauchst du eigentlich immer wieder mehr. Ja. Das Wichtigste ist eigentlich in der Früh, dass man sich so sportlich betätigt. In der Früh gleich? In der Früh gleich. Legst? Hältst es? Was hast du gemacht? Apfel isst, Sherry legst, Orangensaft. Natürlich Honig aus der Heimat. Und Yoga am Dach im Sonnenaufgang ist perfekt. Hast du umgemacht? Aber krass. Hast du auch keine Ahnung gehabt? Nein, Leute, das ist genau das Geheimrezept. Und dann klappt's. Also, ja. Und dann kommt die Rundenzeit ganz einfach. Und dann mit einem perfekten Instruktor wie der Matthias, dann geht das weg. Dann geht das weg wie die Strichenbrot, verstehst du? Ja, genau. Naja, es ist unser Yoga-Man, man muss dazu sagen, gell? Er hat die Berechtigung, dass er der Yoga macht, das war einer der wenigen aus der Rennstrecke. Aber das liegt daran, weil er beim zweiten Mal Rennstrecke überhaupt vorne im Brünner 2.15 gefahren ist. Von dem her hat er jetzt die Yoga-Berechtigung auf der Rennstrecke. Weil sonst hat es eigentlich keiner, gell? Also muss man schon sagen. So, heute haben wir zwei Anfänger dabei. Einmal den Matthias, der heißt komischerweise genauso wie ich, hat der Ducati und der Rudi mit seiner Kawasaki. Straßenmotor natürlich, ne? Und der GS ist auch dabei. Und der GS wird echt lustig, bin ich gespannt, wie sich das ausgeht. Guten Morgen, Rudi. Servus, guten Morgen. Na, bist du gestern so schnell weg gewesen? Hast du ausgeschlafen? Bist fertig gewesen? Du, ich wollte nur noch duschen. Duschen. Ich habe nicht einmal mehr abgegessen. Ehrlich? Ich habe halt meine alten, vergammelten Semen aufgegessen, die wo ich viel zu viel mitgenommen habe. Guck dir an. Ah, übrigens, gell? Alpine Stars Dauertest nicht bestanden. Die Handschuhe habe ich jetzt ungefähr circa ein Jahr ohne Sturz und heute ist mir aufgefallen, dass da mittlerweile mein Finger rausschaut. Also das ist nicht die Naht, sondern da ist das Leder einfach aufgegangen. Also Alpine Stars, das ist echt, Gott sei Dank werde ich zu euch nie in Bezug haben, aber die gehen jetzt in den Mülleimer. Bist du bereit fürs Rennen? Immer. Ja, das ist der Einzige, der im Regenrennen fährt. Das heißt, der wird wahrscheinlich Erster. Wenn du ein Zweiter wärst, dann ist es spät. Alter, du bist der Vogel weit, oder? Aber du stehst da nicht tätig. Seid ihr vor euren Herz, fast du das Herz gehabt, das ist nein, nur mit gerade stellen. So. Alter! Ha, Eddy! Respekt! Alter, war nicht schlecht. Dritter bin ich geworden, gell? Ja, ey. Das war nicht schlecht. Weil die ist nur mehr gerutscht. Ja. Hast du das gesehen mit dem Ding? Nein, das habe ich nicht gesehen gehabt, da bin ich gerade umgestanden. Da habe ich schon das Windschild gesehen. Ja. Die ist nur mehr gerutscht am Schluss. Wahnsinn, Alter. So, jetzt habt ihr mal ein bisschen an so einem Rennstreckentag bei mir erlebt. Upsi. Wie das bei mir so abläuft. Ich hoffe, das hat euch einmal gefallen, weil viele haben mir geschrieben, das könnt ihr mal machen.
Wenn du mich noch nicht kennst, darfst du den Kanal natürlich gerne abonnieren. Gib einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hast. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal und ciao.